Herzlich willkommen zum Best of Harry Metal Podcast 2013. Wir haben einen neuen Schädel bekommen 2013. Manni hat in dem Jahr sein Büsumwetter gefeiert, während Jörg Michael die Hosen runterließ. Viel Spaß! Check-in, Drive-in, ja. Funktioniert! Ja. Haben sich echt erschreckt. Das darf übrigens nur ich mit dem Auto in den Check-in fahren. Schönes Wochenende! Ebenso. Philipp! Ich hab dir was mitgebracht. Was hast du mir mitgebracht? Eine kleine Überraschung! Nein! Ja! Master of Infrastructure Update. Oh, das habe ich noch. Das habe ich dir mal geschenkt. Ja, das hast du mir mal geschenkt. Wahnsinn. Hat er, glaube ich, in meiner Gegenwart noch nie angehabt. Was geht ab, Fridjof? Och. Wieso seid ihr denn schon heute da und wieso sagt mir keiner Bescheid? Wir würden auch ein bisschen unsere Ruhe haben von dir. Manfred, wie geht's dir? Wunderbar geht's mir heute. Das finde ich gut. Das ist das Modernste, was auf dem Markt gibt. Von Sungsam. Da kann man das Wetter vorhersagen. Dieses Jahr nur Sonnenschein, kein Regen. Der Slogan muss geändert werden. Schein, Schein, Schein. Was soll ich mit helfen? Ja, das kannst du nicht, ne? Ich bin ja für körperliche Arbeit nicht so gemacht. Okay. Ich bin mehr so der kognitive Typ. Da hat der liebe Gott einen Fehler gemacht mit dir. Fehlkonstruktion. Das löscht du doch sowieso wieder hier. Aber endlich habe ich dir mal die passende Antwort gegeben. Das habe ich noch nie gemacht. Hast du aber lange dran geübt, oder? 4 Jahre jetzt. 11 Stunden Sonnenschein. Büsumwetter. Das Niedrigwasser um 14 Uhr. Da kann man Bütt fetten. Was kann man da fetten? Bütt. Bütt? Ich erkläre dir nichts mehr. Das ist mir zu doof, wenn der das nicht weiß. Ne? Das sind flache Fische. Wie auch so heißen. Denn? Die heißen ja nicht Bütt, die heißen ja Butt. Butt heißen die. Butt je Ende See. Meine Frude Ilse Bill, wenn ich sowas irgendwo will. Matje Timpete fehlt noch. Ja, das auch noch. Ja, man kennt das doch ganz genau. Der Arsch. Das ist hier, will mich nur verarschen. Nein! Doch! Nein! Sag doch nicht, du weißt nicht, was Büttpetten ist. Wir haben ja Zuschauer, die das vielleicht nicht wissen und deswegen aus dem Munde eines den Fachmanns. Kannst du das doch erklären, denn? Das Wetter wird besser, wie schon gesagt. Das wird jeden Tag besser. Das finde ich gut. Es kann nicht schlechter werden. Hast du dein Handy heute schon befragt? Nein. Ich verloren. Wie, das hast du verloren? Ja. Du kannst doch nicht das Wetterhandy verlieren. Wie schon gesagt, das wird jeden Tag besser. Pies, erklär mal, wo ist dein Wasserplan? Da, Mann. Hier ist der Wasserplan. Ja, das ist das Leitungsnetz. So, die blauen Punkte sind die Hydranten. Das sind viele. Wie viele sind das? 22, würde ich mal sagen. 2009, 2010 wurde dieses Leitungsnetz geschaffen. Und seitdem betreiben wir das. Macht das heute immer noch Sinn, dass die Hydranten an den Positionen stehen? Größtenteils ja. Das wurde ja aufgrund jahrelanger Erfahrung und Bedürfnisse entwickelt. Und wir haben das System mittlerweile erweitert. Wir sind jetzt bei 36 Hydranten. Ui, habe ich was nicht mitbekommen? Du warst immer dabei. 36? Ja. Ach ja, das war ja auch schon ganz schön lange her, als wir da vor dieser Planwand standen. Eben, wurde dann ein bisschen angepasst an die veränderten Verhältnisse. Aber vom Grund ist das immer noch super. Da haben wir also sozusagen ein eigenes Wassernetz hier im Boden? Richtig. Es wird temporär angeschlossen an die Hauptleitung, die hier an der Norderstraße lang läuft. Wird hier angeschlossen und dann ist das alles unter Wasser. Das ist unsere Hochdruckpumpe. Die beliefert hier über 20 Hydranten mit Frischwasser. Und von da aus wird das Wasser dann weiter verteilt an die entsprechenden Verbraucher. Genau. Da fährt mein Wetterbericht. Sauerei. Was ist hier eine Sauerei? Ja, da will ich nicht recht behalten und die Sonne scheint. Regnen Sie jetzt hier künstlich. Guck dir das an, die Scheiße. Künstlicher Regen, damit meine Wetterprognose nicht stimmt. Ich gebe jetzt keine Wetterprognosen mehr ab, wenn das so sabotiert wird. Das war das letzte Mal. Was bringt Frank denn da? Wo findet man eigentlich so geile Künstler? Also so Künstler, die solche Skulpturen herstellen und sich ausdenken.
verschiedene. Wir haben ja immer wieder Leute gefunden, wie gerade die Kieler hier, Giganten aus Stahl, die ja viel gemacht haben für uns oder immer noch viel machen für uns ja auch. Die sind natürlich super. Was ist, das sind die, die Doro und Lemmy und. Genau, die Geschichten, die wirklich hochwertig auch gemacht werden aus Stahl. Geil gemacht, eben auch wirklich ein kleinste Detail, alles bis zu den Schnürsenkel praktisch aus Stahl gemacht werden. Also schon fett und da haben wir natürlich auch andere eben auch, die gerade aus dem Mittelalterbereich eben viele Sachen machen bei uns ja auch mit Dumme Reville und seinem Team. Und ja, immer welche hängen geblieben hier, die uns was angeboten haben oder eben Bock haben mitzumachen. Und ja, oder wir haben ja selbst immer natürlich auf Festival gewesen, Glastonbury war ich gewesen, habe mir ein paar Sachen angeguckt, die haben dann auch dafür Sachen gewonnen eben auch. Und so guckt man eben Augen auf und dann, was passt denn eben, einsammeln. Großbaustelle Strom. Das habe ich immer sehr, sehr, sehr zu schätzen gewusst, wie anstrengend diese Arbeit war, diese unfassbar langen, schweren Kupferkabel da einzuziehen. Ja, das sind mehrere Tonnen, ne? Du machst das ja immer einfach. Bisschen Film bei Stagecoach, bisschen Film bei Elektro und dann bist du schon wieder raus. Was machst du eigentlich den ganzen Tag hier, Harry? Ich guck den anderen Leuten bei der Arbeit zu. Ja, und macht Spaß? Sensationell. Ich könnte mir keinen besseren Job vorstellen. Hast du das gemacht? Hab ich doch gut gemacht, oder nicht? Brauchst du noch eine Wasserwaage? 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 Fast gerade. Aber da kannst du auch noch dran arbeiten. Fast gerade. Fast gerade. So.